In einer sechsjährigen Amtszeit gibt es immer aktiver und passiver. Und zu den Passiver gehört sicherlich die Kostenentwicklung bei der Kettenbrücke. Ich habe die Verantwortung politisch dafür übernommen und habe dafür gesorgt, dass wesentliche organisatorische und personelle Konsequenzen in unserem EBB vollzogen worden sind. Auf personeller Ebene das ist, bedeutet das eine Neubesetzung des kaufmännischen und des technischen Werkleiters. Das ist passiert. Wir haben auch neue Personen an der Spitze der Brückenabteilungen. Auch das ist geschehen und ich bin sicher, das wird positive Auswirkungen bei der Bugener Brücke zeigen.